Jetzt hört man ja, nein, man sieht die Plakate schon rumhängen die ganze Zeit. Horrormieten auf engstem Raum mit Wolkenkratzer direkt neben dem grossen Münster. Muss ich mir da Sorgen machen, dass ich dann für so eine Sardinenbüchse am Schluss 3000 Stutz Miete zahlen muss? Also erstens ist es so, dass man heute schon sich Sorgen machen muss um die Mietpreise in der Stadt Zürich. Zweitens ist es so, dass die Vorlage das Gegenteil bringt. Es bringt eine Entschärfung und nicht eine Verschärfung von der Situation, weil es hat eine Bestimmung drin zur sogenannten Baulandverflüssigung. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn man sich das vorstellt, aber es heisst nichts anderes, als wenn jemand Bauland hat, dann nachher muss er das auch in angemessener Frist überbauen. Sprich, es wird mehr gebaut, sprich, es gibt tiefere Mieten. Gut.